Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Clubmitglieder. Herzlich willkommen zurück zum Thema Aktien. Gestern Abend erst lang und breit erklärt und heute machen wir direkt weiter. Klar, es gibt keine Pause. Es gibt keine Pause im Aktienmarkt. Wir knüpfen auch heute direkt ans Thema an mit einer Aktie, die absolut super in diese Thematik reinpasst. Und eine Aktie, ja, die, glaube ich, bei vielen unter dem Radar fliegt. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Irgendwie, man hat viele, viele große Chip-Hersteller so auf dem Schirm. Wir sprechen immer wieder über Nvidia, über Intel, über AMD. Aber es gibt tatsächlich noch eine ganze Reihe weiterer Chip-Hersteller. Und heute schauen wir uns nochmal einen an, der wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist und auch super in das Thema Dividenden und Dividendenwachstum passt. Und ja, Christoph, ich würde sagen, wir starten direkt rein und wir starten wie immer mit einem kurzen Blick auf die Geschichte des Unternehmens. Und auch diese Geschichte ist wieder sehr, sehr spannend, kann man so sagen. Und man sieht hier so ein bisschen, wie man durch die Zeit läuft. Und tatsächlich ist es auch so bei dem Unternehmen Broadcom, das wir uns heute ansehen. Und bei Broadcom ist es nämlich tatsächlich so, es gab immer mal wieder Übernahmen, Namensveränderungen, Bereiche, aus denen das Unternehmen entstanden ist. Und so ist es eigentlich gar nicht so ganz genau zu definieren, wie alt ist das Unternehmen. Denn am Ende wurde es wieder übernommen von einem etwas größeren Unternehmen. Deswegen sagt man, offiziell ist es zwar irgendwie aus dem Jahr 2005. Die richtigen Anfänge, die sieht man aber tatsächlich schon im Jahr 1961. Und zwar damals bei dem PC- und Druckhersteller Hewlett Packard. HP kennen wir ja ganz oft aus dieser Szene. Und das war tatsächlich so der absolute Start, zumindest von damals von Avago Technologies, wie man sie so nennt. Und wer den Ticker sich von Broadcom anguckt, da steht das immer noch drin. Genau, ich habe mich neulich tatsächlich, ich habe mir Broadcom irgendwann mal auf die Watchlist gelegt. Ja. Und die ist so abgekürzt bei mir beim Broker. Und habe ich immer Avago, was war das denn jetzt wieder? Was war das denn wieder? Und ich habe das nicht mehr mit Broadcom verbunden. Genau, aber es ist tatsächlich so, so ist die Verbindung entstanden. Und zwar damals gab es da eine Abteilung bei HP in diesem Bereich und dort hat man sich quasi auf den neuen technologischen Wandel vorbereitet. Man hat begonnen eigentlich von diesen klassischen PCs und Druckpaletten, die man damals hatte, den Bereich zu erweitern, ist hingegangen zu LEDs und LED-Displays und hat sich dann immer weiter fokussiert auf diese Lichtwellensegmente und diese Lichtwellenreiter und auch auf optische Sensoren und. Und jeder, der sich so ein bisschen mit der Chipindustrie beschäftigt, weiß, das sind absolute Kernelemente, die wichtig sind im Chip-Design und in der Chip-Herstellung, genauso diese Sensorik sehr, sehr feingliederig abbilden zu können. Und da kam das Ganze ursprünglich mal her. 1991 ist dann eigentlich das ursprüngliche Broadcom erst entstanden, aus einer Kombination von einem Studenten und einem Professor, muss man so sagen. Und damals hat man aber ganz klar schon darauf gesetzt, auf diesem Fabless-Prinzip zu arbeiten. Und Fabless haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, viele der großen Chip-Hersteller sind diese Fabless-Chip-Hersteller. Das heißt, man hat keine Fabriken. Man designt die Chips, man fokussiert genau die Chips. Nvidia ist ein großes Beispiel dafür. Der einzige große Chip-Hersteller, der eigentlich noch selber fertigt und designt, ist Intel. Ja. Der große Markt hat sich konsolidiert. TSMC ist da mit über 50% Marktführer in Taiwan. Deswegen auch immer die große Bedeutung von Taiwan für diese Chip-Industrie. Ja, aber man hat sich darauf fokussiert, bei Broadcom genau auch auf diesem Fabless-Prinzip zu arbeiten. Man hat sich sehr, sehr stark für Schaltkreise interessiert, für Entwicklungen im Bereich WLAN, Modems, DSL, das ist alles so das Steckenpferd gewesen, aber auch Mobiltelefonie, also so ein bisschen die kleineren Bereiche. Und das zieht sich eigentlich so durch die Zeit von HP, muss man sagen. Und wir gucken uns gleich mal so die allerersten Produkte an. Aber der Kern steht tatsächlich nicht darin, dass man diese absoluten super High-Performance-Chips macht, wie sie Nvidia macht, sondern dass man eher so den großen, breiten Markt mit Chips versorgt. Und in den 90er Jahren gab es dann die ersten Börsengänge zum Zeiten der Dotcom-Blasen und. Und es gab halt diesen Zweig der Avago-Technology-Sparte. Und Avago Technologies saß damals in Singapur und hat im Jahr 2008 ungefähr die ersten Versuche gemacht zu sagen, hey, wir wollen Broadcom übernehmen und möchten Broadcom quasi bei uns integrieren. Und 2018 war es dann auch so weit, dass man sowohl Broadcom übernommen hat, aber auch seinen Firmensitz in die USA verlegt hat. Und zusätzlich wurde aus Avago Technologies dann der Name auch Broadcom übernommen. Und das Einzige, wo sich jetzt eigentlich noch
Avago weiterführt, ist zum einen in bestimmten Bereichen der Produkte, aber halt auch in diesem Börsenticker. Ja, das war aber eigentlich nur der Startschuss für diese großen Übernahmen. Es folgten noch ein paar weitere große Übernahmen von vielen kleinen Herstellern, muss man so sagen, oder auch größeren Herstellern. Und zuletzt war es halt VMware. Und VMware befindet sich eigentlich immer noch so im Prozess, sollte jetzt eigentlich zuletzt abgeschlossen sein. Es ist aber so, dass VMware auch wieder ein sehr führender Marktteilnehmer ist im Bereich Cloud. Cloud Software, Cloud Virtual Machines, das steckt so in dem Namen VMware. Was bedeutet das am Ende? Ja, das sind so virtuelle Maschinen, wo Computer quasi virtuell abgebildet werden, ganz einfach gesagt. Also letztlich sagen, in jedem Handy, was ihr so mit euch rumtragt, in jedem DSL-Gerät, in fast viel, in sehr vielen ja, auch internetfähigen Devices, mittlerweile kann ja auch der Kühlschrank teilweise schon funken ins Netz. Wahrscheinlich ist überall entweder mal ein Chip von Broadcom drin oder auch ein Patent vielleicht. Also ganz oft gibt es ja auch so 99% muss man sagen. 99%, also auf der Seite von Broadcom steht 99% des Internetverkehrs in irgendeiner Art und Weise läuft über einen Chip, der in Berührung mit einem Element kommt von Broadcom. Eigene Aussage natürlich vom Unternehmen, aber das zeigt genau diese Hausnummer. Genau, wenn es jetzt nicht ganz so stimmt, aber es ist auf alle Fälle sehr viel und in dem Bereich läuft ja auch sehr viel manchmal über, ja, über Licensing, dass andere dann Chips vielleicht herstellen oder auch Patente nutzen und so weiter. Sehr spannendes Thema. Ja, absolut. Und wir gucken uns mal so die ersten Produkte von Broadcom an und ja, das hier zum Beispiel ist dieser Glasfaser-Transceiver, also 1970er Jahre kann man eigentlich so sagen, wie gesagt, irgendwie noch nicht richtig Broadcom, geht aber absolut in die Richtung oder auch ein klassisches Produkt, was viele, viele kennen, ist zum Beispiel so ein optischer Maussensor, also das, was eigentlich so also unter der Maus steht, die hier liegt. Okay. Wir hatten ja früher vermehrt eigentlich noch so schöne Kugeln in den Mäusen, das ist irgendwie weggefallen, das heißt, man kann nicht mehr mit den Kugeln, die in den Mäusen stecken, rumspielen, sondern da stecken halt immer mehr Sensoren drin und optische Sensoren und auch das, wie gesagt, eines der ersten Broadcom-Produkte und da sieht man so ein bisschen, wo die Reise herkommt und hier ist das nochmal abgebildet quasi auf einer Grafik, wo man sieht, ja, ursprünglich gab es mal Anfänge bei HP, es gab da zwar aber irgendwie so einen Bruch, dann gab es diese Avago Technologies, die sind dann auch an die Börse gegangen. Dann gab es irgendwann, wie gesagt, diese Verschmelzung mit Broadcom, aber man sieht hier in der Mitte, ja, gibt es auch immer wieder Unternehmen, die in vielen Bereichen entweder davor oder danach hinzugeflossen sind. Also eine große Konsolidierung und so schafft man es auch wirklich, diesen großen Markt am Ende abzubilden. Und ja, das macht Broadcom, muss man sagen, im Kern eigentlich auch aus, dass man diese extrem breite Produktpalette hat und extrem breit auch den Markt mit sehr, sehr viel Chips versorgt, die jetzt nicht unbedingt nur die absoluten High-Performance-KI-Chips sind, die man von Nvidia kennt, sondern die halt wirklich ja, den Kühlschrank und was weiß ich mit WLAN und allen möglichen verbindet. Und ob das erfolgreich ist, das wollen wir uns einmal im Chart ansehen und wir werfen dementsprechend hier mal einen Blick auf TradingView und wir sehen es ganz gut, ja, wo wir in den letzten Jahren hingesteuert sind. Wir sehen es jetzt hier, unten waren wir im Tief im Jahr 2022 ungefähr bei einem Kurs von so $125 und wir sehen ganz gut, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat. Also sehr, sehr positiv und ja, eigentlich scheint die Rallye auch nicht so richtig aufzuhören, muss man sagen. Natürlich, und das sehen wir später auch, spiegelt sich das in Teilen auch in der Bewertung wieder. Aber wir sehen halt seit Jahren eigentlich einen Trend, der selten durchbrochen wird. Und man sieht eigentlich, dass das Geschäftsmodell, wie Broadcom es liegt, auch sehr, sehr erfolgreich ist. Und wir sehen es auch später in den Margen. Man erzielt hohe Margen und all die Kombination sieht man auch, ist am Ende nicht so günstig zu haben. Also wir sind hier so mit einem KGV von 30, 33 und das ist schon nicht allzu günstig, aber wir sehen vielleicht auch an einigen Stellen, warum es auch gerechtfertigt ist, dass man tatsächlich diese hohen Bewertungen hier mitnimmt, insbesondere auch im Blick darauf, dass ja, man seit Jahren, und deswegen habe ich am Anfang angesprochen, das passt sehr gut ins Thema, die Dividenden gesteigert hat und kontinuierlich gesteigert hat und auch um hohe Prozentsätze gesteigert hat. Und ja, das macht einfach in Kombination ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus. Und jetzt werden wir mal einen Blick auf die Zahlen werfen und uns so ein bisschen näher den Daten und Fakten rund um Broadcom widmen. Und wir starten nochmal so ein bisschen mit dem Blick auf die Branche und wie die Branche sich eigentlich entwickelt hat. Und das sieht man hier ganz gut, dass es immer so kleine Zyklen eigentlich gibt im Bereich der Chip-Branche oder in der Halbleiterbranche. Und das sieht man hier ganz oben abgetragen. Und unten sieht man das Ganze auch nochmal im Revenue-Stream. Aber wir sehen, es gibt immer wieder diese Tiefpunkte und immer wieder
diese Abschwungphasen, insbesondere wenn globale Rezessionen herrschen. Aber wir sehen auch, dass es sehr, sehr stark trotzdem auf einem immerwährenden Aufwärtstrend bleibt. Und das ist so ein Teil dieser, ja, man sagt ja immer Trillion-Dollar-Industrie, weil halt immer mehr digitalisiert wird und insbesondere im breiten Markt auch immer mehr digitalisiert wird. Und das ist halt genau der Markt, der hier auch angesprochen wird. Ja, und das geht noch weiter. Das ist noch nicht fertig. Also noch gibt es genug Geräte, die noch nicht mit Chips versorgt sind, und das wird sicher noch weiter durchziehen. Man wird mehr Chips brauchen grundsätzlich. Man wird auch, ja, diese Digitalisierung geht ja in immer mehr Sachen rein, die heute eher noch nicht connected sind. Also heute kann man ja selbst eine Trinkflasche fast mit Chips versehen, um damit die regelmäßig sagt, du musst mal mehr trinken und die Flasche muss wieder gefüllt werden. Also gibt es ja ganz viele Entwicklungen dahin, und überall kommen diese Chips dann letztlich zum Einsatz. Genau, und wir sehen auch immer mehr, dass halt nicht nur immer mehr Produkte überhaupt mit Chips versorgt sind, sondern halt auch wirklich, dass es immer mehr Chips gibt, die in diesen einzelnen Produkten stecken. Also früher war es vielleicht mal ein Chip, mittlerweile ist es eine Vielzahl von Chips. Ja, die können auch immer mehr. Ne? Also zum Beispiel, man hat ja gerade gesehen, das war so ein Maussensor, das kann man sich noch relativ gut vorstellen. Also ein Chip, der macht halt einfach nichts anderes als sozusagen diesen Bewegungsvektor der Maus irgendwo abgreifen. Diese Chips werden aber auch teilweise immer komplexer, aber auch ganz spezifisch auf eine ganz spezielle Aufgabe. Also das muss nicht unbedingt ein Broadcom-Chip sein, aber man kennt ja sicherlich auch so Fingerabdrucksensoren mittlerweile, wo auch Security-Layers eine richtige Rolle spielen. Also ganz viele dieser Chips müssen ja auch mit ganz viel Sicherheitstechnik ausgestattet sein, damit man sich da nicht einfach dazwischen schalten kann, um zum Beispiel irgendwas zu lösen und so weiter. Das heißt, die Komplexität auch, was Sicherheitsanforderungen angeht. Und man kann sich das vorstellen, wenn der Kühlschrank jetzt mit ins Internet gehen kann, um irgendwas zu machen, dann will man da ja nicht ein Einfallstor haben mit für Probleme. Das heißt, die Sicherheitslayers in diesen Chips werden immer komplexer. Aber auch das, was so ein Chip auch kann, ja, also was so ein Chip erkennen kann, wo man also nicht Software vielleicht, also keine Software braucht, die man jetzt mit dem User-Interface und weiter hat, aber auch in den Chips steckt auch immer mehr Intelligenz mit drin, um halt gewisse Aufgaben zu übernehmen. Auch im Auto, beim Autofahren, autonomes Autofahren ist auch so ein Beispiel. Ja. Ich denke mal, in meinem Auto gibt es auch dann, wenn ich ein bisschen dicht auffahre oder vielleicht dann vor mir jemand bremst, dann piept es ja relativ schnell. Und das ist die ganze Kette sicherlich von Sachen, die da passieren müssen. Und da gibt es natürlich dann auch andere Hersteller, Bosch und so weiter, die komplette Systeme dafür bauen. Aber es gibt immer auch ja, andere Komponenten, die dann vielleicht gewisse Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel auch im Audiobereich und so weiter. Also wo ganz viele Sachen einfach durch ganz spezifische Chips übernommen werden, die dann also sehr viel schon auf der Hardware-Ebene auch lösen, was meistens auch sehr schnell ist, ohne viel Software. Genau, man sieht es ja ganz gut, wie groß die Bereiche sind, in die das Ganze unterteilt ist. Und das sind alles Billionen, die man hier anguckt, also alles Milliardenbereiche, in denen diese verschiedenen Chips aktiv sind und wie breit auch das wirkliche Marktsegment ist. Broadcom an sich teilt sich so in zwei große Bereiche aus, insbesondere seit dieser Verbindung von Avago und Broadcom. Wir sehen es hier, es gibt quasi diesen klassischen Semiconductor-Bereich, also wirklich das klassische Chip-Geschäft, und das kombiniert mit dieser Infrastructure-Software. Was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist sehr hardware-nahe Software am Ende in Kombination mit diesen virtuellen Maschinen, die wir unten sehen von VMware. Und wir sehen es, der Markt wird also immer breiter, den Broadcom anspricht, aber auch Broadcom an sich stellt sich halt immer breiter auf. Und das sieht man nochmal wirklich ganz gut aufgestellt in dieser Grafik, in welchen Bereichen man hier wirklich sehr, sehr aktiv ist. Also es ist wirklich sehr, sehr übergreifend und sehr, sehr viele Kerntechnologien, die dort bedient werden von End-User-Gebrauch über Service-Provider, überhaupt die Datenzentren, in denen das Ganze am Ende abgebildet wird. In jedem kleinen Bauteil steckt ja mittlerweile fast ein Chip, was diese Infrastruktur betrifft, und auch all das muss irgendwie beliefert werden. Deswegen, wie gesagt, es gibt zwei große Bereiche. Es gibt diesen Semiconductor-Solutions-Bereich. Hier ist es so, dass man 78% ungefähr der Umsätze erreicht. Der Bereich ist 27% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also absolut großes, großes Wachstum. Ein bisschen langsamer läuft es in diesem klassischen Infrastructure-Bereich, muss man sagen. Da ist man sehr nah dran, aber dieser Bereich wächst auch ein bisschen langsamer. Dafür möchte man sehr stark auf so ein Abo-Modell setzen, das so sehr sich in diesen Kreis festbeißen und da aktiv bleiben. Und das ist eigentlich der Zweck von dieser Software-Infrastructure, zu sagen, hey, hier kann ich auch gar nicht so schnell wechseln. Ist wahrscheinlich auch so, dass man Semiconductor, das ist einfach der Chip, den kann man im Katalog dann bestellen. Und ich denke mal, da kann man einfach, skaliert man mit, wie die Wirtschaft halt läuft und wie viele Sachen bestellt wird. Wir haben bei Infrastructure Software, wo man sicherlich auch mal sehr viel eigene Entwicklung reinstecken muss, also jetzt nicht die Chip selber, sondern
da kann man wahrscheinlich nicht so stark skalieren mit der gesamten Nachfrage nach Chips wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Wir werfen mal einen Blick auf die Zahlen und wir werfen dazu natürlich einen Blick auf unseren Snapshot. Wie gesagt, im Kern 1961 die Gründung, es gibt aber verschiedene Punkte. Wenn man jetzt ganz klassisch auf die ersten Ideen kommt, wenn man bei 1961, wenn man ganz klassisch auf ja, das Jahr kommt, ist man eher im Jahr 2005 bis 2008, aber man sieht halt, dass man extrem erfolgreich war in den letzten Jahren, sehr viel Marktkapitalisierung aufgebaut hat. Wir sehen es, wie erfolgreich das Investment auch gelaufen ist in den letzten 10 Jahren eigentlich, wenn man hier mit unseren 1.000 Dollar gestartet hätte. Wir sehen auch, wie sich der Preis selbst in diesem Jahr relativ konstant entwickelt hat. Und ja, besonders spannend ist es halt auch, wenn man auf diesen rechten oberen Teil hier blickt, also auf die wirklichen Zahlen, Daten, Fakten und Margen blickt. Und wir sehen, ja, dass wir hier ungefähr bei 9 Milliarden Dollar Umsatz sind, 3,3 Milliarden Dollar Gewinn. Also muss man schon sagen, eine Profitmarge von knapp 37%. Und das kommt halt daher, dass die Bruttomarge sogar bei knapp 70% liegt. Und das ist schon eine ganze Menge, insbesondere auch für ein Produkt, was ja doch sehr, sehr viel Hardware benötigt, auch wenn man sie sich selber produziert, aber wo man sehr, sehr stark auch sehr hardwarenah unterwegs ist. Und ja, auch die Umsatz- und Gewinnwachstumszahlen, man sieht, die sind alle sehr, sehr grün. Also wir haben in vielen Segmenten wirklich ein positives Momentum. Was aber halt ein bisschen weiter oben liegt, sieht man ganz hier unten, ist halt das Kursgewinnverhältnis und auch das Kursumsatzverhältnis. Es ist relativ hoch im Vergleich und da sieht man halt, ja, wir haben es zwar gut bewegt in diesem Jahr und wir sind auch sehr, sehr gut auf einem positiven Trend. Das Ganze ist aber halt nicht sehr günstig zu haben. Und das sieht man in diesen Bereichen, die alle sehr stark gewachsen sind. Wir haben in den letzten 10 Jahren durchschnittlichen Anstieg gehabt des Umsatzes um knapp 30-35% pro Jahr. Da schwächelt man gerade so ein bisschen, aber natürlich haben wir auch immer wieder höhere Zahlen und da wird es immer wieder wichtiger, auch auf diesen hohen Zahlen aufzusetzen. Das ist überhaupt erstaunlich. Wir haben gerade eben diese Delle gesehen, dass man hier weiterhin auf einem positiven Umsatztrend ist. Jetzt gibt es diese Übernahme von VMware, da ist man so ein bisschen hinterher, wird das jetzt genehmigt? Global gesehen wurde es eigentlich zu großen Teilen schon genehmigt. Man hängt gerade so ein bisschen an den chinesischen Behörden, weil die so ein bisschen im Clinch stehen, was natürlich das Thema Chip betrifft, weil immer mehr Sanktionen einfach dazu führen, dass man sagt, hey, wir schränken uns zu stark ein, gerade von außerhalb und wollen natürlich so ein bisschen unseren Fuß noch mit im Spiel haben, zumindest aus chinesischer Sicht. Aber was wir halt auch gesehen haben, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr positives Dividendenwachstum gehabt. Also wir haben ja aktuell eine Dividende von fast 2%. Genau. Wie sieht es beim Dividendenwachstum denn aus, genau? Ja, wir sehen es. Also hier 2013 gestartet und seitdem wirklich auch konstant erhöht die Dividende. Und jetzt sagt man, ja, hier das Wachstum geht ja deutlich zurück. Ja, aber wir sind trotzdem noch auf wirklich hohen Niveaus, muss man sagen. Also, wir sind ja auch mal kurz bei 100%, also Verdoppelung der Dividende gewesen dann. Ne? Genau. Genau. Und wir sehen aber auch wirklich, dass die Raten sehr, sehr hoch gelaufen sind. Also nichtsdestotrotz ist es natürlich einfacher, eine kleine Dividende zu verdoppeln, aber eine hohe Dividende halt weiter zu verdoppeln, ist trotzdem nicht so einfach. Und trotzdem, wie gesagt, wir sind jetzt zwischen 10% und 20%. Ich habe gerade gesehen, 5-Jahres-Schnitt waren um die 21%. Genau. Also das ist schon ein sehr starkes Wachstum. Es zeigt genau, wie erfolgreich man in den letzten Jahren war. Auch trotz der Covid-Beschränkungen, jetzt die Lockerungen in Asien helfen wieder sehr, weil natürlich ist man mit dem asiatischen Markt sehr stark verbandelt, wenn man für die Masse produzieren will. Viele Produktionsstätten sind dort. Also es ist wichtig, hier einfach das Ganze weiter unter Kontrolle zu haben. Und ich habe es gerade eben angesprochen, was insbesondere beeindruckend ist. Wir haben in Zeiten steigender Kosten es geschafft, die Margen deutlich nochmal zu verbessern. Also wir sind hier 5-6% in der operativen Marge hochgekommen und auch ja, der verwässerte Gewinn hat sich deutlich, deutlich verbessert. Also man kann grundsätzlich sagen, weiterhin auf einem positiven Trend und ja, dass weiter dieses sehr, sehr breite Geschäft auch ihren Anklang findet. Ja, also definitiv ein Dividendenwachstumstitel, kommt auf unsere Watchlist, ist auf unserer Watchlist. Genau. Müssen wir noch genauer schauen, ob wir ihn kaufen können schon. Aber genau. Er ist auf alle Fälle ein sehr spannender Titel nach unseren Strategien. Genau. Kommt heute Nachmittag mehr dazu. Wir haben das nochmal in Zahlen, Daten, Fakten zusammengezeigt. Also Dividendenwachstum, wir sehen es in den letzten 5 Jahren im Schnitt bei 21% gewesen, in den letzten 10 Jahren sogar noch höher. Selbst wenn man die durchschnittlichen Wachstumsraten jetzt nimmt im Bereich des CAGRs, sieht man, okay, wir haben 12% oder 30%. Also
ja, auch da noch sehr, sehr stark geraten. Wir haben trotzdem auch noch ein bisschen Puffer, was die Payout-Ratios betrifft, auch wenn man hier jetzt nicht in ganz niedrigen Bereichen ist, aber man sieht von vielen Kennzahlen her, ist zumindest für so ein Dividendenwachstumsdepot das ein Wert, den man sich etwas genauer angucken sollte, trotz einer etwas höheren Bewertung. Das schreckt uns ja nicht ab. Also, das muss man ja mal zusammenfassen. Das Umsatzwachstum lag, glaube ich, deutlich zweistellig. Ja. Ja, also zweistelliges Umsatzwachstum, zweistelliges Dividendenwachstum, das heißt, das Unternehmen wächst per se und ist zusätzlich auch noch, also kann trotzdem auch die Gewinne steigern, weil sonst können sie auch nicht die Dividenden wachsen lassen. Und das ist schon eine sehr starke Möglichkeit. Und damit, ihr kennt das, wir starten die Umfrage. Ihr dürft gerne entscheiden, ob wir Broadcom mit in unser Market Roundup Depot oder jetzt Aktien Roundup Depot mit aufnehmen. Wir sprechen trotzdem noch mal ganz kurz über die Vor- und Nachteile. Also wir haben zum einen ein sehr vielseitig einbares Unternehmen in vielen Bereichen, im Bereich KI, im Bereich der Mobilgeräte, Modems sind ein Thema, Infrastruktur ist ein Thema, also viele Bereiche, in denen die Chips gebraucht werden. In vielen Bereichen ist man auch Technologieführer, muss man so sagen. Also nur weil es nicht der neueste oder beste KI-Chip ist, heißt es nicht, dass man mit anderen Chips automatisch genau diese Einsatzbereiche ersetzen kann. Christoph hat es angesprochen, das sind teilweise sehr spezialisierte Chips und man hat es geschafft, über diesen Aufkauf und die Konsolidierung in vielen Bereichen Marktführer zu werden. Auf der Kontraseite haben wir natürlich, dass wir auf der einen Seite ja natürlich auch viel Regulierung damit drin haben, wenn es um diesen Bereich geht. Also wir haben es gesehen bei den chinesischen Behörden, wir haben es gesehen, wenn es um weitere Übernahmen gibt, da ist immer viel Regulatorik mit drin. Man hängt natürlich auch ein bisschen an diesen Wirtschaftszyklen, muss man sagen. Auch das ist ein absoluter Kontrapunkt. Und wir haben gerade eben die Bewertung gesehen. Also das müssen wir heute nochmal ein bisschen in Relation setzen. Ja, und letztlich muss man auch sagen, die Bewertung ist knackig. Ja? Ja. Also man direkt sagt, man will ihn direkt kaufen, sollte man vielleicht lieber gucken, ob man vielleicht das ein bisschen streckt, so ein Investment, und staffelt, weil das ist deutlich sehr stark bewertet. Genau, also die Bewertung ist stark, aber man hat in der Vergangenheit gesehen, sie war zuletzt zumindest immer gerechtfertigt. Natürlich ist immer die Frage, was bringt die Zukunft? Ihr könnt weiter abstimmen. Derzeit werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die letzte Zeit, des Portfolios, muss man so sagen, und auch das hat sich wieder positiv entwickelt. Wir haben letzte Woche JP Morgan hier mit aufgenommen, das habt ihr abgestimmt, davor die Woche auch Nike, und man muss sagen, beides ist natürlich im Sog der letzten Wochen auch sehr, sehr gut gelaufen. Ich sage es immer wieder, insbesondere weil wir ja auch viel über Dividenden und Dividendenwachstum sprechen, in dieser Übersicht, die wir hier nutzen von OnVista, muss man sagen, sind keine Dividenden abgebildet. Wir sind aber kurz davor, auch hier den Abschluss dieses Depots zu schaffen. Also wir sehen es unten, wir haben jetzt fast 100.000 auch investiert. Wenn wir heute Broadcom mit aufnehmen sollten, und das sieht grundsätzlich ganz gut aus nach eurer Abstimmung, dann fehlen uns nicht mehr viele Werte, und zum Abschluss werden wir auch diese Werte nochmal in eine saubere Liste eintragen und euch nochmal zeigen, wie es auch mitsamt der Dividendenentwicklung hier abgegangen wäre. Und damit sind wir ja am Ende angekommen, muss man so sagen. Ihr dürft weiter noch abstimmen. Wir haben heute Nachmittag den Start unseres Dividendenwachstumsdepots. Wir haben ja gestern viel darüber gesprochen, im letzten Monat sehr viel darüber gesprochen. Heute, muss man sagen, ist es soweit, und damit wird auch der Dividendenmonat sich abschließen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter über das Thema Dividende sprechen, aber auch andere Themen rechts und links haben natürlich dann wieder so ein bisschen Platz. Nächste Woche haben wir Market Roundup, ganz klassisch am Dienstagnachmittag geht es weiter mit unserem Basiskurs. Also da widmen wir uns noch ein bisschen der Theorie. Handel an der Börse wird da das Thema sein. Teil 2, Dienstag 16.45 Uhr. Und wie gesagt, heute 16.45 Uhr ist der Start unseres Depots. Genau. Wer noch dabei sein will, einfach mit dem Coach sprechen. Aktienkritisch werden. Absolut. Pünktlich 11 Uhr, Christoph, würde ich sagen. Wir müssen auch den nächsten Termin rein. Absolut. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.